Durch dieses Gesetz weiß ich eigentlich erst so richtig, was in meinem Unternehmen überhaupt rechtlich los ist. So habe ich den Überblick über alle meine Rechten und Pflichten als Unternehmer bekommen. Ohne diese Infos wäre ich wahrscheinlich als Unternehmer an irgendwelchen rechtlichen Sachen total gescheitert. Ein Brief von einer Behörde scheint wichtig zu sein. Oh, da scheine ich aber rechtlich irgendwas nicht sauber gemacht zu haben. In diesem Video sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Recht und Gesetz. Auch wenn der ein oder andere von euch jetzt wahrscheinlich Angst hat oder denkt, nein, da will ich mich lieber nicht mit auseinandersetzen, lieber einfach gar nicht mit beschäftigen, lieber warten, bis Post kommt. Also, wir leben in einem regulierten Staat. Das heißt, hier gibt es Regeln, an die man sich halten muss, wenn man das möchte und sollte, damit man nicht nach hinten raus irgendwelche Probleme kriegt. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengestellt, einfach wo ich aus meiner Erfahrung weiß, dass man so ein bisschen darauf achten sollte als Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch wenn es vielleicht erstmal im ersten Moment nach einem bisschen spießigen Thema klingt, versuche ich es für euch so zu machen, dass ihr Bock drauf habt. Also, wir fangen erstmal damit an, mit der wichtigsten Information. Ich bin kein Rechtsanwalt. Ne? Also bevor jetzt gleich irgendeiner anfängt zu heulen und sagt, der hat hier Berichtsberatung gemacht, das darf der nicht. Ja, also ich bin Betriebswirt und ich gebe hier Infos, Erfahrungen weiter aus meinem eigenen Unternehmertum und mache hier keine Rechtsberatung, ne? Bevor hier gleich einer anfängt zu jammern. Also das Erste ist, du solltest dich natürlich als Unternehmer, als Unternehmerin, wenn du selbstständig bist, zumindest mal im Groben mit dem Thema Unternehmensrecht auseinandersetzen. Also, was ist das überhaupt? Welche Dinge sind wichtig? Welche Arten von Gesetzen gibt es? Welche Dinge spielen für mich eine Rolle? Also erstmal vielleicht so ein Stück weit so versuchen, einen Überblick darüber zu bekommen. Also ist für mich das Handelsgesetz in irgendeiner Form relevant? Ist für mich das bürgerliche Gesetzbuch in irgendeiner Form relevant? Sind die Steuergesetze für mich relevant? Was auch immer. Natürlich kannst du diese Sachen nicht alle umfassend verstehen, außer du hast Bock, irgendwie die nächsten 200 Jahre sich damit auseinanderzusetzen. Aber du solltest natürlich überlegen, okay, was gibt es für Themen, auf die du achten solltest? Was gibt es für Themen, die für dich relevant sind? Und wo gibt es so Stolpersteine? Das erste Thema, womit viele natürlich nach hinten raus immer irgendwie Probleme bekommen, ist so das Thema Steuerrecht. Also, wer sich schon mal mit Steuerrecht auseinandergesetzt hat, es gibt Gesetze, es gibt Erlasse, es gibt ganz, ganz viel, was mit dem Thema Steuerrecht zu tun hat. Und auch da ändern sich täglich Dinge. Aber nichtsdestotrotz solltest du erstmal verstehen, okay, welche Steuern sind für dich in irgendeiner Form relevant? In welcher Form bist du meldepflichtig? Wie wirst du beim Finanzamt geführt? Wie hast du dich dort angemeldet? Welche Informationen liegen dort vor? Wer ist dein Vertreter? Wie werden deine Steuern abgeführt? Und so weiter. Also erstmal einen umfassenden Blick zu haben, weil ich mache immer wieder erschrocken die Erfahrung, dass nach 2 Jahren jemand zu mir kommt, ja, wusste ich nicht, dass ich das jetzt hier ans Finanzamt zahlen muss und das wusste ich auch nicht. Ja, aber blöd gesagt, Unwissen schützt nicht vor Strafe. Oder Dummheit bewahrt am Ende dann doch kein. Also das heißt, dass du erstmal überlegst, okay, wie sieht das bei mir mit der Umsatzsteuer aus? Muss ich bestimmte Sachen sozusagen beachten? Muss ich bestimmte Sachen beachten, die mit der Gewerbesteuer zu tun haben, mit meiner Einkommensteuer zu tun haben und so weiter? Hier solltest du dir wirklich einen Steuerberater suchen, der davon Ahnung hat und nicht nur einer, der so ein bisschen Steuerverwaltung macht. Das ist das Erste. Das zweite große Thema ist alles das, was mit dem Thema Arbeitsrecht zu tun hat. Also wenn du Arbeitsverträge aufsetzt, zum Beispiel auch für dich als geschäftsführender Gesellschafter, wenn du das denn dann bist, oder auch für deine Mitarbeiter, dann spielt das Thema Arbeitsrecht natürlich eine Rolle. Also wie müssen die Verträge aussehen? Welche Bestandteile dürfen in den Verträgen drin sein? Welche Sachen dürfen nicht da drin sein? Welche Sachen sind rechtlich schon widerlegt? Und du willst ja vermeiden, dass dein ganzer Vertrag nachher in irgendeiner Form nichtig ist. Ja, also hier ist es ganz wichtig zu schauen, wie sieht das aus, was musst du beachten, wenn du Mitarbeiter zum Beispiel einstellst, welche Regelungen bezüglich Kündigungsschutz, Mindestlohn oder auch Arbeitszeiten gelten, wie sieht das aus mit der Regelung für Überstunden, wie sieht das aus mit dem Mindestlohn, habe ich auch schon viele gehabt, die haben dann in einer Firma gearbeitet und wurden eigentlich unter Mindestlohn bezahlt, weil eben ein Fixum bezahlt wurde und eine Provision und das Fixum aber die Mindestlohngrenzen nicht überschritten hat. So, wenn du dann keinen Steuerberater hast oder einen Lohnbuchhalter, der darauf achtet, dann kriegst du natürlich da hinten raus in irgendeiner Form Probleme. Also hier solltest du auch drauf schauen, was ist mit dem Thema Arbeitsrecht, einen vernünftigen Arbeitsvertrag zu haben, ne? Nicht einfach nur die IHK-Vorlage mit 2 Seiten aus dem Internet.
Dann gibt es das große Feld des Markenrechts. Also Markenrecht bedeutet, wie sieht es zum Beispiel mit dem Markennamen aus, den du hast? Ist der eingetragen? Ist der geschützt von dir oder im schlechtesten Fall natürlich von jemand anderem? Da hilft natürlich immer mal ein Blick ins Markenregister des DPMA, des Deutschen Patent- und Markenamtes, dass du dir einfach mal anschaust, okay, ist meine Marke da geschützt? Ist die nicht geschützt? Habe ich die vielleicht schon angetragen? Du kannst in Deutschland eine Wortbildmarke online eintragen für 290 Euro, dass du dir halt da anschaust und nicht gegen irgendwelche Markenrechte verstößt. Oder denkst, du bist jetzt super schlau, ich nenne meine Firma jetzt Kika Kila und verkaufe in irgendeiner Form koffeinhaltige Getränke. Dann ist auch klar, dass du irgendwann mit Cola vielleicht in irgendeiner Form Probleme bekommst. Also wie sieht da das Markenrecht aus, dass du nicht gegen geltendes Recht jetzt in dem Falle verstößt? Und in dem Kontext auch, wie sieht es mit dem Wettbewerbsrecht aus? Also du musst natürlich auch immer, je nachdem auch in welcher Branche du bist, kann das ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel Steuerberater oder Anwälte, die dürfen oder müssen ganz anders werben, als das jetzt vielleicht irgendwie eine Schokoladenfirma machen kann. Aber wie sieht's generell mit dem Wettbewerbsrecht aus? Also welche Aussagen sind Aussagen, die du tätigen darfst und welche Aussagen sind Aussagen, die dann zum Beispiel nicht getätigt werden dürfen, weil sie quasi etwas vorgaukeln oder weil sie unwahr sind oder weil sie irgendwas. Wenn man mal hart darauf achten würde, dann müsste man sagen, dass bei den meisten irgendwie ganz viele Aussagen sind, die eigentlich so ein bisschen grenzwertig sind. Also das heißt, darüber nachzudenken, wie kannst du das schützen und kannst da richtig vorgehen. Nächstes Thema, also ich glaube, wir könnten einen 8-Stunden-Vortrag daraus machen. Nächstes Thema ist das Thema Datenschutz. Also inwieweit hältst du dich an die Datenschutzgrundverordnung? DSGVO vor ein paar Jahren so das elementare Thema gewesen. Also darauf zu achten, welche Datenschutzbestimmungen gelten. Wie musst du mit den Daten deiner Kunden umgehen? Wie sieht es mit einer Auftragsdatenverarbeitung mit Kooperationspartnern aus, mit denen du in irgendeiner Form zum Beispiel zusammenarbeitest? Ja, welche Dinge jetzt in dem Kontext müssen auch in deine Datenschutzerklärung auf deiner Webseite? Wie wird die generiert? Hast du die denn kopiert oder hast du dir die über irgendwie einen Anwalt, ein Tool etc. erstellen lassen? Was ist, wenn du neue Tools verwendest? Wie sieht dann das Thema Datenschutz für dich und für dich, dein Unternehmen und in deinem täglichen Tun sozusagen aus. Nächstes Thema, Medienrecht. Also ich reiße einfach mal ein paar Themen an, damit ihr so für euch dann sagen könnt, okay, mache ich für mich einen Haken dran, habe ich einen Haken dran, habe ich schon was gemacht. Also es gibt in Deutschland ja zum Beispiel das Telemediengesetz. Das heißt, was muss in deinem Impressum stehen? Welche Angaben sind verpflichtend im Telemediengesetz? Wie gepflegt ist dein Impressum? Hast du die relevanten Angaben drin? Muss bei dir die Aufsichtsbehörde eingetragen werden? Muss bei dir eingetragen werden, ob du über eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung verfügst? Und so weiter und so weiter. Also hier spielen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Und eben noch vergessen beim Thema Datenschutz, was ganz, ganz viele Leute natürlich total vernachlässigen, ist so das Thema Cookies, ne? Also Riesenthema in Deutschland. Leider gibt es sehr, sehr viele Tools, die es datenschutzkonform machen. Und es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr Tools, die es nicht datenschutzkonform machen. Also hier darauf zu achten, okay, wie wird derjenige quasi getaggt? Wie wird die IP-Adresse erfasst? Ist die anonymisiert? Inwieweit setzt du Tracking-Tools wie Google Analytics ein und so weiter? Boah. Also schon ein bisschen größeres Thema. Und zu guter Letzt vielleicht noch als Beispiel das Thema Vertragsrecht. Also wie muss ein Vertrag aussehen? Das ist das ist Paragraph 433, ein Kaufvertrag ist. Ja, wie muss ein Vertrag zwischen dir und einem potenziellen Kunden aussehen? Ist dein Kunde ein Unternehmer oder ist dein Kunde eine Privatperson? Das kann ganz erhebliche Unterschiede für dich ausmachen. Welche Bestandteile sind in deinem Vertrag quasi abgefragt und beinhaltet? Welche nicht? Welche Bestandteile müssen in die AGB und welche nicht? Brauchst du überhaupt AGBs? Also im Prinzip ist es eine Folge, die eigentlich aus 500 Millionen Fragen besteht, wo du jetzt vielleicht denkst, wie kriegst du das denn alles hin? Das weiß ich nicht. Also wenn, dann kannst du uns natürlich auch immer in irgendeiner Form kontaktieren oder fragen. Aber hier einfach genau auf diese Dinge sozusagen zu achten. Weil nur mit diesen Dingen, nur mit dieser Grundlage schaffst du es, dein Unternehmen langfristig rechtssicher, wirklich rechtssicher aufzustellen. Milton Friedman hat mal gesagt, die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, ihre Gewinne zu erhöhen, solange sie sich an die Regeln des Spiels halten. Das heißt, solange sie offen und frei konkurrieren, ohne Betrug oder Täuschung. Und da musst du natürlich ein bisschen drauf achten. Wenn du Bock hast, dich mit anderen coolen Unternehmern weiter auszutauschen, wenn du Lust hast auf ein starkes Netzwerk und ein Coaching von mir, dann guck mal hier in die
Bio, in den Links, in der Beschreibung oder was es auch immer gibt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn du hier mal auf so ein Däumchen und ein Herzchen oder sonst irgendwas klickst. Wäre ganz, ganz großartig. Schön, dass du dabei bist. Oh, meine Abonnenten. Also jetzt abonnieren, weil ich habe keine Zeit mehr, hier weiter zu suchen.